Ultraman! Ich würde an der Stelle gerne seinen Titelsong singen, aber das kann ich nicht, weil ich noch keine einzige Folge davon wirklich gesehen habe. Und das, obwohl ich aber mittlerweile dank Mill Creek Entertainment einige komplette Staffeln vom Ultraman in meiner Sammlung habe. Das liegt nämlich eben einfach daran, dass sie mit den Ultraman Classics aus den 60er, 70er Jahren bereits begonnen haben mit High-Definition-Umsetzungen auf Blu-ray, das zwar natürlich immer nur in der japanischen Originalfassung mit englischen Untertiteln und vielleicht sogar Region Code A-Lock, das kann ich gar nicht bestätigen, aber dafür in wunderschönen Steelbooks mit einem sehr schön einheitlichen Design, wobei man aber auch an der Stelle dazu sagen muss, wer sich für diese Releases interessiert und kein Steelbook-Sammler ist, es gibt ja sogar noch eine Standard-Edition in einem handelsüblichen Keepcase mit Schuber, die ebenfalls großartig ausgefallen ist und die sogar ein großartiges Rückenbild ergibt. Fotos davon findet man an vielen Stellen im Internet, unter anderem auch auf der Facebook-Seite von Mill Creek Entertainment selbst, aber sie haben sich nicht nur der Ultraman Classics verschrieben, sondern eben auch schon einige von den aktuelleren Auskopplungen aus dem Ultraverse quasi veröffentlicht. So eben beispielsweise die Serien Ultraman Geed, und ich schaue tatsächlich immer wieder, es steht hier Geed und nicht Seed, beziehungsweise Ultraman Orb. Das, was ich persönlich allerdings an der Stelle etwas irritierend finde, ist eben die Tatsache, dass man zwar diese modernen Serien auch veröffentlicht, was natürlich sehr schön ist für Ultraman-Fans. Was mich aber etwas stört an diesen Releases, ist eben die Tatsache, dass es hier lediglich eine Keepcase-Version im Schuber gibt. Auch der Schuber eigentlich komplett anders aussieht als das, was man von den klassischen Folgen gewohnt ist, und es keine Alternative im Steelbook gibt. Das ist irgendwie was, der einheitliche Sammler in mir einen Anfall. Aber wir wollten uns trotzdem, nachdem diese Teile dafür dann überhaupt, glaube ich, auch nur 20 Steine oder so kosten, natürlich exklusive der Bonusabzocke, habe ich mich jetzt einmal dazu entschieden, meine Ultraman-Sammlung auch eben um die neueren Dinge aufzuwerten, und habe da jetzt einmal eben Orb und Geed bekommen, das Ganze in der Serie Plus Film Combo Edition, wo natürlich eben die kompletten Serien plus eben ihre Filmbeigaben enthalten sind. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Filme auch sogar noch einzeln erhältlich, warum man nur die haben wollen könnte, weiß ich nicht. Anyways, wir können da einmal auf das Frontcover von diesem Ultraman Geed Schuber blicken, können auch sofort eben entdecken, dass dieser Schuber den Versand nicht besonders gut überlebt hat, dass es aber sich wirklich generell, und das muss man an der Stelle einmal wirklich deutlich herzeigen, so ziemlich um einen der flimsigsten, billigsten Schuber handelt, die ich seit langem gesehen habe. Also da muss man eben wirklich sagen, Mill Creek bringt zwar coole Titel, muss man aber tatsächlich eben auch wirklich als absolute Ramschbude bezeichnen, die wirklich nur Billigsdorfer Sachen bringen. Aber das ist jetzt natürlich dann auch wieder etwas, was ich gar nicht einmal nur so negativ meinen möchte, weil immerhin kosten diese Releases dafür dann halt eben auch entsprechend wenig. Dafür sind halt eben die Schuber ein bisschen ungenau. Wir haben aber dafür meiner Meinung nach eben hier bei den moderneren Ultraman-Serien eine schöne Durchgängigkeit auf dem Spine. Das Ganze wirkt eben auch von vorne sehr schön einheitlich gestaltet, ist halt nur eben ein kompletter Stilbruch mit den anderen Releases. Auf jeden Fall sehen wir zahlreiche Charaktere aus dem Ultraman-Universe hier auf dem Frontcover, Teile eben aus der Serie, Teile aus dem Film. Wir sehen, glaubt's mir, dann drinnen noch einmal wesentlich mehr, bekommen dann eben hier die Information, dass wir alle 25 Episoden der Serie plus eben den Film bekommen, mit den jeweiligen Inhaltsangaben für die, die es interessiert. Außerdem sollte, ich kann es leider noch nicht bestätigen, die Blu-ray auf Region Code A wieder mal beschränkt sein und auch dieses Mal wieder nur in der japanischen Originalfassung mit englischen Untertiteln vorliegen. Auf dem Keepcase selber gibt es nicht dasselbe Design, das wir bereits außen gesehen haben, sondern eben hier neue Bilder in Großaufnahme, hier sogar auf dem Frontcover, überhaupt ohne Titelschriftzug. Den gibt es dann aber glücklicherweise auf dem Spine, dort wo er natürlich definitiv auch in dem Fall hingehört. Und dann noch einmal ein Blick auf einen Charakter auf dem Backcover von diesem Keepcase. Das Keepcase an sich umfasst, and by the way, if you live within the US or Canada, you can feel free to use this code. If you did, please tell me in the comments whether it worked for you, but since I don't live there, I have no use for it, so
You go. Außerdem haben wir eben hier im Inneren die verschiedenen Discs, eben die Discs nicht alle gleich bedruckt, was ich natürlich sehr ansprechend finde, auch wenn mir eine gleich entgegenkommt. Insgesamt umfasst eben dieses Set Discs, die nicht halten wollen. Voilà. Obwohl hier nichts, es ist nichts abgebrochen, wenn mich da nicht alles täuscht. Es ist auch die Disc heil. Offensichtlich ist halt diese Hülle dann auch irgendwie ein bisschen eine Billigsdorfer Production. So. Produced by the Cheap Village. Wir haben auf jeden Fall die 25 Episoden der Serie aufgeteilt auf 5 Discs und dann natürlich noch eine letzte Disc mit dem Film, wo eben dasselbe Motiv dann auch ist, das wir hier auf dem Backcover von der Box eigentlich sehen. Noch einmal ein schneller Blick. Aber last but not least gibt's noch etwas, das ich euch hier dringend zeigen möchte, denn es gibt für diesen Release auch ein Booklet, das hier einen, finde ich, wirklich sehr, sehr schönen, durchgehenden Front- und Backcover-Look hat, aber wo man eben noch einiges über die Serie erfahren kann, über die Charaktere, ihre Moves, aber was an der Stelle wirklich ganz besonders sehenswert ist, sind die verschiedenen Charaktere. Wo sie das aufbewahren, möchte ich an dieser Stelle gar nicht wissen. Außerdem, wer ein Charakter namens Dada ist, ist auch natürlich interessant. Elle King Moko, das ist geil, da sieht man tatsächlich wieder, wie schön das ist in diesem alten japanischen Kaiju-Universum. Und für mich natürlich als großer Fan der großen Kaiju-Classics ist diese Serie, wie ich das erste Mal Ausschnitte von ihr, von den Monstern, von den Kämpfen gesehen habe, war es absolut eindeutig, dass ich das Zeug dringend in meiner eigenen Sammlung brauche und haben muss, auch wenn ich eben nicht der große Fan von dem Original mit Untertitelkonzept bin. Aber diese Serie ist ja tatsächlich noch nie in den deutschsprachigen Raum gekommen, was ich eigentlich auch komplett unverständlich finde, weswegen sie in meinem Fall eben zumindest in dieser Version, zumindest in mein Regal musste.